sechste Dokument war Paris. Aber es ändert sich nicht viel, außer dass eine ganze Menge Leute rausfliegen. Ja. Da kommen hier neue Leute rein. Ja, das ist halt. Ich glaube, du bist sogar Runner-up oder sowas. Ja, ganz klar, ich bin jetzt Top 5 Berlin. Wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht. Ich könnte halt auch Grafiken oder so erstellen. Ja, aber das letzte hat ja Jojo, so ein Kumpel von Jojo gezeichnet. Pinguin. Nee, das ist ja schon vorletztes. Stimmt, ja. Boah, das ist halt. Wie die Zeit vergeht. Ja, weiß ich nicht. Kennst du noch Pex? Ja, oder? Ja. Als ich damals angefangen habe, war ich 19. Und Pex war Ende 20. Ja, ich hab so letztens angeguckt, so, was es so alles gibt. Ja, diese Fotos auf Facebook. Ja. Auf jeden Fall. Pex hat mir damals gesagt, als ich 20 wurde, ja, nimm dir. Versuch bloß, das bewusst zu leben, die Zeit. Ne? Weil es ist hier so schnell, dass du Ende, bist du an Mitte 20, dann bist du Ende Mitte 20, bist du Ende 20, dann bist du 30. Ich bin ja jetzt schon 20, das ist echt krass. Und ich bin jetzt, weil ich bin im April, werde ich 23. Sozusagen, dann bin ich Mitte 20. Ja. Und ich denke, immer wieder denke ich an diese scheiß Geschenke, die damals gesagt haben, weil es hält mir so hart im Kopf rum. Das ist jetzt schon 3 Jahre her und 4 Jahre her, mit dem Media angefangen. Ich habe ja auch schon die Hälfte meines Studiums gemacht. Ja, halt ich bin schon darüber. Die Höhe ist ja schon mit der Hälfte des Masters fertig. Ja, das ist. Ich habe nur ein Semester, aber nächstes Semester kommt dann auch mal noch, wie das stattfindet. Aber wenn ich das normal machen kann, habe ich auch schon eher vom Master. Ich spiele so jetzt richtig. Ist ja auch schon fast 3 Jahre her, glaube ich, dass ich in der Schule war. Für mich war auch eine heftige Beobachtung, als das Meltdown geschlossen wurde, haben wir ja die Fernseher geholt. Da habe ich lieber beim Schleppenläufen und da war ich so ausgefallen, ich gemerkt, das letzte Mal, dass ich richtig Sport gemacht habe, war im Sportunterricht in der Schule. Deswegen bin ich dann zu mir, habe ich selber angefangen, Sport zu machen. Ich war einmal im Meltdown. Ja, das war eine super Zeit eigentlich. Ja, das war halt dumm, dass ich halt noch nicht 18 war. Aber sonst hätte hier ist auch nicht schlecht, so ist ein würdiger Nachfolger. Ja, da können halt auch jüngere Leute hin. Ja. Das ist halt also der Grund, warum mit Steve und so nicht kommt, ist, dass es halt zu weit weg ist. Ja. Ich weiß noch, wie er damals bei Steve 2017 Emo. Ich hab auch einmal mit Julian durchgemacht, wo ich die Emo geguckt habe. Haben wir auch damals mit Trevor und Simo. Wo Agebox es zum ersten Mal gewonnen hat. Was war das? 16. Cool! Da ist auch der Lied ein bisschen verloren. Damals, wo erst Smash 4 kam und dann die ganzen Schluss. Wo es immer so ist. Ich finde geil, dass jetzt immer Ultimate als zweites gespielt hat. Gerade Europa, Medikum. Obwohl halt Europa mehr Ultimate ist als Medikum. Aber ich krieg ja auch gar keinen Einnahmen, weil der Jager auch gar nicht mehr swingt. Das ist halt so
Das ist halt die Risiken, die wir so im Job kommen. Liver ist ja ein fähiger Informatiker, ich glaube, der kann zumindest. Ich kann mir gut vorstellen, ich weiß, dass wir das nicht beurteilen, aber er kann bestimmt einen zweitweiligen Job finden und dann einfach im Streaming anfangen. Ja, oder so. Also zumindest damals, als ich habe ja mit ihm ein bisschen geredet, als wir die Fernseher weggeschleppt haben, da meinte er zu mir, dass er eigentlich größtenteils halt so Freelance macht und dann das Streaming als Passionsprojekt. Auch. Ich finde halt auch für Gimmer richtig schade, weil er halt so ein Event, so wie es in Hechtel macht und jetzt extrem organisiert. Aber selbst ist er da angekündigt, nachdem das schon in China, also ich meine. Naja, man wusste ja halt nicht, wie krass die Außenwirkung werden. Nee, man wusste das schon. Also, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt. Ist natürlich trotzdem scheiße, ich will jetzt nicht so. Aber so, dass er komplett jetzt zwar Pech hat oder so, das ist auf gar keinen Fall. Oh, was? Der hat den Stitch weggeworfen. Alter. Sonst ist ja auch der Stock gewesen, oder? Ja. Das war richtig. Also ich nenne es, weil ich den Stock noch spielen. Und wenn ich den jetzt verliere, weil ich einfach als Steam sage, gibt einfach gar keinen Sinn auf der Karte oder sowas durchzuziehen. Du verlierst immer deine Energie und du wirst eh nicht zurückkommen. So ein Matchup verlierst du halt. Doch das, was platt macht, kriegen Agebox fertig. Dann nach kurzer Zeit zwei Stocks zurückgegangen, das kriegt er sich einfach was. Ja, okay, zurückholen ist ja gut. Er ist halt immer so ein Down Smash und dann ist das schon fast wieder weg. Das Problem ist aber, er killt Kopf ja nicht. Aber zum Glück warst du nicht halt, wo Dusan seinen Circuit macht. Weil da war halt, ich glaube bei diesem Circuit mit Dusan war halt mehr mit diesen Turnieren, welche Turniere kommen rein und so. Bei anderen Circuit ist ja, ja, ihr könnt euch einfach investieren. Ich vermute mal, es wird mindestens bis so Juli, August dauern. Bis, ja. Der hat ja schon im März und April wirklich alle Gold- und Platin-Turniere abgesorgt. Also auch Sea und Greenland kommen. Echt? Das war auch dieses Wochenende, oder? Nee, ich glaube schon. Das heißt, das ist auch abgesagt. Ja. Also nee, das ist halt für das Circuit. Das ist halt für das Circuit abgesagt. Also das dritte Stadt, aber es zählt nicht rein. Okay. Wie viele sind denn angemeldet? Ich bin weg auf den Rest gelaufen. Das ist halt wirklich richtig scheiße für Konstantin gerade, wenn er nachher in Berlin ankommt, das Handy rausholt, das erste, was er liest. Der macht ja noch einen Sinn. Ja, bis Oktober noch. Das heißt also eigentlich, das Beste für ihn wäre mir eigentlich so vorwärts zurückzukommen. Also auch sogar aus gesundheitlicher Perspektive ja auch. Zio finde ich so geil mit Dance Revolution als Tournament. Ich hätte die auch mal in einem Wii mitnehmen können und dann Just Dance 2020 spielen können. Oh, ist Blank. Denn es führt sogar. Ah. Heartbreaker. Ich finde das Overlay ist so einfach so probabil. Das ist ein schönes Overlay. Das ist halt einfach HTML und JavaScript. Hast du das privat gelernt oder für die Uni? Das habe ich über Schule gelernt. Schlecht.
Und dann wieder. Das ist so scheiße, ey. Das ist ja ein sehr japanisches Wort. Das ist hier Dreamland Business mit Diego. Das ist ein Alphabet. Dass sie auch für Leffen oder so scheiße sind, dass sie gar nicht nach Amerika reisen können. Ja, das geht halt. Auch lustig finde ich, dass am Vereinigten Königreich ausgenommen sind, aber da ist auch schon ziemlich krass mit Corona. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht haben sie einfach so ein Abkommen. Ja, aber trotzdem ist es halt. Ist ja kein EU-Mitglied mehr. Ja, das ist ja noch in der Übergangsphase. Kann Trump ja aber jetzt schon für Wahlkampf benutzen. Ja, ja, keine Ahnung, aber ich glaube, das wird für Trump sehr schlecht sein. Weil der stärkste Faktor für einen Präsidenten, der schon, also der wiedergewählt werden will, ist, ob die Wirtschaft läuft oder nicht. Und bis vor 2 Wochen lief es ja richtig gut, wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen waren ja auch relativ viele Leute so relativ überzeugt, dass Trump das ziemlich sicher holen kann. Das ist ja vor allem, weil bei den Demokraten auch so viel Chaos war, aber jetzt, wo halt die Wirtschaft zusammenkracht, ist zwar nicht seine Schuld, aber... Nee, aber jetzt auch zum Beispiel mit diesem Gesundheitssystem, dass das wieder alles abgeschafft wurde, was er damit gemacht hat. Das ist ja auch ein Faktor sein. Das ändert nichts an der Grundlegung. Überraschend ausgeglichen, also Dennis ist ziemlich gut in dem Matchup. Ist ja ziemlich beide sind Matchup. Ja, ist schlecht. Naja, es ist ein typisches Floating Matchup, in dem es nur Trade ist und Puff Trade immer besser. Und sie hat den super cooler Move. Ja. Und Wall of Pain. Du hast gerade gesehen. In dem Matchup, die ist nur angekommen, Damage zu stacken, bis du genug hast, um ihn zu killen, ist ein Charakter, der einfach einen One-Shot hat bei jedem Boss. Das Dumme ist halt, Papa noch einige Kombos hat. Es gibt sowas wie Black Air oder was. Die Schreiner. Ja, ich habe heute gut gespielt, wahrscheinlich. Ich habe einfach über die ganze Kriege wieder selbst. Nachdem ich das letzte Mal so gesagt habe, echt ein Tagesform manchmal. Ich habe heute Halko gespielt, mich als Aktiver gesehen. First One gegen Gruppe, spiele durch Buff, verliere. Dann sofort gegen Tapsi, verliere. Ich habe gegen Gruppe verloren. Ja, da gegen Michael Link gespielt. Ein Match gegen Michael Link gespielt. 2 Buff. Das zweite habe ich die Kraft vor auf Link. Hat ihn aber auch so ein bisschen gestresst, habe ich so das Mindgame. Das ist die Art und Weise, wie ich damals immer gegen Gruppe gewonnen habe. Man nervt sie so und dann ist man so ein bisschen so, dann respektet man ihre Leute ein bisschen. Dann war ich so schon den Kopf geschüttelt und so, dann habe ich schon gebrochen. Ich dachte, ja, es gibt keinen Glück. Aber das war Pech von der Lesbar, kurz hier auf dem Kopf zu machen. Steht? 2-1. Sah eigentlich sehr gut aus von der Lesbar, aber schwierig. Ich muss jetzt auch gucken, ob ich wieder in die Verbrechen sehe. Ich spiele ab und zu mal einen Aram. Also Aram ist halt. Nee, Aram ist am besten. Das fixt halt alle Probleme an. Dass es so toxic ist, dass es so more random oder mit. Es ist halt so eine Map, wo es nur eine Lane gibt und du kriegst alle Picken. Manchmal ist halt richtig beschissen, weil du verlierst einfach Matches im Picken. Ich habe halt andere Genres, ich spiele. Ich spiele halt Overwatch und CS. Ja, das habe ich ein bisschen CS gespielt. Es gibt jetzt so eine Tour 2 Liga bei CS, die ganz witzig ist. Weil ich einen Kumpel habe, den ich früher mal gespielt habe. Spielen wir manchmal, sind halt super low gerankt, quatschen dann nämlich in Moves und so, das ist witzig. Das ersetzt jetzt nicht mein Fighting Game Itch, aber wir können hier, du kannst ja auch Netplay spielen. Ich spiele das schon mal. Ja, ich werde auch vielleicht so ein kleines Netplay Turnier hosten. Rivals of Ether Netplay Turnier. Nee. Ich habe jetzt die ganzen letzten 3 Monate wirklich jeden so länger freien Zeitraum, den ich hatte, mit Red Dead Redemption verbracht. Und jetzt, wo ich. Auch gut, meine Mini-Pause zu machen, ohne Witz, meinen ganzen Monat alles andere. Das ist halt besser für die Hände. Nö, das ist auch gut für den Kopf, dann verliert man so ein bisschen die Habits, eben aber auch nicht schlecht. Das war bei Street Fighter so, dass wir immer einen Monat lang im Jahr gar kein Street Fighter gespielt haben, absichtlich.
aber so, nee, machen wir jetzt nicht. Hast du Dragon Ball FighterZ? Ja, ich hab's auch ein bisschen gespielt. Ich hab auch ein bisschen gespielt, für Nachbarspiel. Ich weiß nicht, ich finde, das ist halt Ultimate vs. Marvel, das ist halt. Ja, du bist halt mehr so ein Charakter, oder? Ja, und vor allem bin ich nicht dieses Overhead-Cross-Ups. Nein, das ist viel zu schnell. Dragon Ball ist so wack. Mit Spielen, man ist so, haha, ich habe mir dieses Setup LAD überlegt. Weiß nicht, wo machen muss, man ist so toll. Dann habe ich halt jetzt eine Verschichtung geblockt. Ich gucke mir wieder 50 Sekunden diese Kombo an. Also, die Kombo sind ein bisschen zu fein. Es sind keine richtig schweren Dings und so. Du musst nur so wissen, welche Button zu drückst, nicht wann. Nein, ich bin halt generell nicht so ein Fan von Fighting Game, weil man halt nicht so. Kannst du Fighter 4 spielen, Mann? Ich lese mal, es ist so ein geiles Game. Ich hab so ein Genesis Classic wie Street Fighter 2, glaube ich. Hol dir 4? 4 ist das Beste. 4 und 3 haben Tor. Ich finde immer so krass, wie viele verschiedene Versionen es von einer Third Strike gibt. Turbo, Ultra. Das stimmt, das von den alten. Third Strike ist das, was man spielen will. Man Street Fighter 3 spielt, das ist ein total schönes Spiel. Aber es gibt keinen Grund, nicht Street Fighter 4 zu spielen. In FIFA 5, das ist halt leider so schlecht, dass es mir wirklich das ganze Franchise versaut. Ich hätte auch mal Bock, ein N64 zu holen und 360 zu spielen. Da hat man ja übrigens drei weitere Sachen gesehen, warum das Matchup scheiße ist für Peach. Ja. Puffcam, Peach's Area Movement, Fallout. Also Peach kann ja wegflogen, Puffcam war daher, kein Risiko. Stimmt. Puffcam, Peach's Downsmash, kann ich schon, weil Puffcam Loop so schnell ist, dass er einfach mit der Backhand nach hinten macht. Echt, der krass. Ohne Risiko, weil Hitbox ja nicht so ist. Und Puff hat selbst noch 5% den Kill Control mit Down Air Upslash. Auch mega gut. Ja, das ist hart, Down Air. Weil die Down Air kein Mega noch mehr kommt. Ehrlich gesagt, das ist was mich ein bisschen wundert. Weil klar spielt man Floaty, ich verstehe das. Aber ist das geil? Macht das so Rock und so? Ist das nicht so ein ganz bisschen so. Ja, es ist immer, wenn Floaty Mains so angesprochen werden, sagen sie, ja, mir gefällt dieser Store, Pace so, und ich bin voll intellektuell und interessant. Ja, ist es ja auch. Nee, je nachdem, was man für einen Typ hat, ob man mehr Tactical oder mehr so Combo. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube das nicht so ganz, weil. Ich glaube, das ist auch gut. Ich glaube, das ist so Necessary Evil. Genau. Ich glaube, das ist total cool, gegen Fox zu spielen. Es gibt so in der Ökonomie so ein Konzept namens Reveal Preferences, wo Leute sowas auch bei Umfragen. Weil Leute sagen, sie wollen was spielen, also siehst du letztendlich an ihren Aktionen, was sie eigentlich haben. Ja, genau, was sie eigentlich. Und es ist halt. Keiner trifft sich zu Hause, um Peach Puff zu grinden. Außer du bist halt Armada und musst halt Puff grinden. Muss es machen, damit du das von mir gewinnst. Der ist halt so wie mit Agebox. Ja, aber das Geile ist, dass halt immer alleine trainiert und so. Die ganze Weile ist der einzige Slotty bei den Top-Spielern. Ja, aber. Ja, stimmt. Hat aber auch viel Fox gespielt. Naja, halt nur gegen Puff. Nur um an den Ultra-Slotty zu kämpfen. Nur gegen Puff und manchmal gegen Lev. Ja, gegen Lev. Ja, weil Leffen halt die ja, auch gegen Fake. Ja, das ist halt dann aber auch. So scary, wie kann man da drinstecken? Ich finde es halt eher am besten, wenn PPMD wiederkommt. Weil sein Playstyle fand ich so geil. Ich glaube ja, dass es Leute gibt, die so viel besser als mir. Ja, ich fand halt sein Playstyle so gut. Jetzt, wie soll er denn besser sein? Ja, ich finde auch gut, aber wie soll er denn besser sein als die ganzen neuen Falco Fox? Das ist doch alle. Ist nicht so Ginger besser als ich hasse ja diesen Mythos, dass er. Eben, es ist schwierig sich vorzustellen, dass er so gut geblieben ist. Ich hasse auch diesen Mythos, dass er die Floaties geslayt hat. Das stimmt halt überhaupt nicht. Nee, ich fand ihn mit Oh! Saberham! Nicht was man will halt, ne? Aber. Nicht jetzt wird es schwierig für mich. Das ist schwierig. Weißt du, das kann kein anderer Charakter nicht mehr. Ist ja jetzt mal auch da mit der Abwehr richtig. Ah, jetzt liegt er da so. Ist das der? Gelandet? Zumindest er muss jetzt noch 3 Hits haben, bevor er killt. Oh, das ist aber gut. Ach, Julian. Peach ist down beim nächsten Decker. Beim nächsten alles. Ja, nicht beim nächsten alles, aber. Ja. Endlich mal Jumps an jetzt. Oh, ja. Arthur!
Mann!